Das Naturbad in Vörden gibt es seit 2004. Das alte Freibad damals zu sanieren, wäre zu teuer gewesen. Und so kam die Idee, mit Hilfe eines Trägervereins ein Naturbad in Vörden zu schaffen. Auf mit Chlor versetztes Wasser zu verzichten, hat nämlich einige Vorteile. Wenn Sie neurologische Probleme haben, wenn Sie ganz einfache Augenrötungen haben, oder wenn auch Hautekzeme da sind, ist es mit dem Naturwasser am besten, auch die Lebensqualität im Sommer sich abzukühlen. Besucher können übrigens täglich von 6 bis 22 Uhr schwimmen gehen. Das Naturbad kommt dabei ganz ohne Kassenhäuschen aus, denn die Mitglieder des Vereins kommen über ein Fingerabdrucksystem ins Freibad. Die aktive Mitgliedschaft beinhaltet nämlich eine Jahreskarte. Das Naturbad als solches ist, seitdem wir 14 Jahre Geschichte schreiben, ein Erfolgserlebnis oder eine Erfolgsstory für uns als Projektierer, die als Trägerverein hier tätig gewesen sind oder tätig sind. Wir haben eine große Unterstützung innerhalb der Mitgliedschaft. Wir haben ein Projekt Mitgliedschaft, dass wir rund 2000 Mitglieder, die sich hier als eingetragene Mitglieder kontinuierlich an dem sogenannten Bad Treiben beteiligen. Daher können wir auch sagen, dass im Schnitt 2/3 der Besucher am Tag Einheimische sind oder auch diejenigen, die als Mitglieder den Verein unterstützen. Und die andere Drittel sind die sogenannten Tagesgäste. Im Naturbad Vörden werden übrigens auch Tauchschnupperkurse angeboten.